Hallo, ich bin Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und ich habe euch einige super interessante, aber auch intensive Übungen zusammengestellt. Bei der nächsten Übung haben wir Trainingskästen mit eingebaut und dieses ist eine reine Reaktionsübung. Ja, Reaktionsübungen mit den Trainingskästen. Wir fangen an mit dem Warmmachprogramm, um überhaupt ein bisschen reinzukommen, um ein bisschen Gefühl für die Kästen auch zu bekommen, für die Schüsse von mir. Ich stehe einfach hinter euch und spiele die Bälle gegen die Kästen und ihr reagiert einfach. Das ist eigentlich die Aufwärmübung schlechthin, um reinzukommen, um dann zu sehen, was weiter abläuft. Jeder 10 Bälle und dann wird gewechselt. Okay? War zu schwer, hat auch weniger mit Warmmachen zu tun. Sehr gut. 3 Bälle noch. Gut reagiert, trotzdem gut reagiert. War auch zu schwer. Aber ihr sollt ja nicht jeden halten. Und der letzte. Und wechselt, sehr gut. Wichtig ist bei dieser Übung, dass die Trainingskästen nicht zu nah am Tor sind. 6 bis 8 Meter sollten sie entfernt sein. Und dann ist es wichtig, dass der Trainer ein Gefühl dafür bekommt, wie er schießen muss. Und der Torwart natürlich auch ein Gefühl dafür bekommt, wie die Bälle zurückprallen. Wir haben bei dieser Übung 2 Kästen. Wie man sehen kann, sind die Winkel unterschiedlich, sodass von dem einen Kasten der Ball hoch wegspringt und bei dem anderen Kasten der Ball flach weggeht. Sehr gut. Schade, trotzdem gut reagiert. Ah, den kannst du kriegen. Sehr gut. 2 Stück noch. Und der letzte. Wird nochmal schwer. Pause. Wie ihr gesehen habt, ist dieses eine reine Reaktionsübung. Und ganz wichtig ist, dass der Torwart nicht spekuliert, weil er sowieso nicht weiß, wo der Ball hinkommt. Er kann also nur auf den Ball reagieren, ohne zu spekulieren. Und dann ist es wichtig, dass der Trainer das Timing dafür bekommt, wie er zu schießen hat.